Herr Verbeer, wie sind denn die Anmeldungen her zum Volkslauf? Ja, sie sind nicht schlecht, es sind bis jetzt 53 und es ist erst, wird erst 3/10. Sehr gut, na, da werden wir ja ganz schön viele Starter haben. Der erste, was ich mit habe, ich habe einmal ein Bürsten mit, weil ich immer so zerrupft beim Laufen. Ja, wie rechnest du, was für Chancen rechnest du denn heute aus? Auf jeden Fall laufe ich mit unter dem Motto, die Letzten werden sicher nicht die Ersten sein. Sehr gut. In der Damenklasse sind wir ganz gut vertreten. Die zwei schnellsten Hosen von Kempten. Was rechnet sich hier doch für Chancen aus oder rennt ihr nicht auf Sieg? Natürlich nur auf Sieg. Ganz klar, haben wir uns ja schon so drauf vorbereitet. Schon monatelang nur drauf hin trainiert. Ich wünsche mir viel Glück. Danke. Bürgermeister, Ihre Meinung zum heutigen Volkslauf? Ja, ich freue mich, dass die ASK Kempten wieder einen Volkslauf veranstaltet hat und vor allen Dingen, dass das Wetter so herrlich mitmacht und noch mehr, dass weit über 60 Teilnehmer an den Start gegangen sind und beweisen, dass der Lauf Anklang findet, dass also das Laufen in der Bevölkerung einen guten Anklang findet und wünsche euch heute einen schönen Verlauf. Danke. Unser Starter hat gewisse Schwierigkeiten gehabt mit der Pistole. Ja, das stimmt. Ich war nicht beim Bundesheer und habe geglaubt, da braucht man leichte Rücken. Dabei muss man doch kräftig andrücken, dass der Schuss weggeht. Ja, nächstes Mal dann ein bisschen kräftiger drücken. Das ist mir klar, werde ich auch machen. Die hat er Zeit. Hat alle drei. Bravo! So, okay. Top, ja. Gratuliere. Zwei Brüder. Ah, das ist. Total fertig. Bravo, das hat's mir gut.
das ist der Topi-Ansa hier. Sehr schön, das ist ja, sehr gut. Heute haben wir vor wenigen Tagen von unseren Frauen gehört, dass man auf 6 Stunden zurückgehen will. Unserer Feier, 90 Tage, 90 Jahre 1. Mai, begehen wir mit Recht. Seite, warum? Unmittelbar nach dem letzten Krieg haben wir 10 Jahre gewartet auf die endgültige Befreiung. Dann haben wir den Staatsvertrag bekommen. Arbeitslosen in Industriestaaten haben wir praktisch keine Probleme. Wir wissen schon, dass das noch viele harte Arbeit bedarf, um diesen Standard zu halten. Aber bis jetzt ist es gelungen. Kein Mensch hat Berechtigung daran zu zweifeln, dass uns das nicht in Zukunft gelingen wird. Wir haben die Inflationsrate so niedrig gehalten, als es möglich war. Die österreichische Bevölkerung hat mit Mehrheit diesem Mann das Vertrauen gegeben. Ich glaube, auch jetzt, nach 6 Jahren, können wir sagen, es gibt eben keinen besseren als Robert Kirchschläger. Und wir ersuchen Sie daher um eines. Wir wissen ganz genau, gewählt wird er. Nur mit wie viel Wählern? Es gibt also Leute, auch bei uns, die sagen, was brauchen wir uns da anstrengen, sehr. Kirchschläger wird sowieso die Mehrheit haben. Die Aske Kemerton trägt auch 1980 zum Gelingen der Mayfair bei. Auf einem leichten Fitnessparcours kann der Aske Pitpass erworben werden und besonderen Anklang bei der Jugend findet ein Fahrradgeschicklichkeitsbewerb. Irrsinnig momentan. Sie verstehen, Mütter. So, nächster. Na, dann geht auch nicht. Ein vorschriftsmäßig ausgeführtes Fahrrad aus. Zwei Bremsen, ein Licht, was hat's noch? Ein Ständer, zwei Raum, dann, was gibt es noch? Bist du recht nervös, ha? Nein. Ja. Ja. Wow! Ich nehme das. 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 Ich nehme das.
vorschriftsmäßig ausgeführtes Vorrat aus. Was soll man rauchen? Na, ich glaube, das Wasser da, den Becher da, das glaube ich. No, sonst ist es ganz leicht, glaube ich. Was gefühlt das Vorrat aus? Nur Bremsen, ja. Rückstrahler, Vorderlicht, aufkommt Reifen, das Ventil hat, Glocken, Sitz. Auf jeden Fall schon genug, Fritz. Bist du ja gerade im Tempo.